Alles Gute zum Geburtstag, Riley. Warte, hier stimmt etwas nicht. Warum sieht sie so niedergeschlagen aus? Freude, komm schon, lass dich nicht unterkriegen. Dann habe ich niemanden mehr, auf den ich neidisch sein kann. Freude, bleib stark. Warte doch, lass mich ihren Puls überprüfen. Es tut mir so leid. Sie ist von uns gegangen. Du warst so ein Sonnenschein. Verschwunden? Wie konnte das passieren? Ich habe doch nichts getan. Hey, alle, Frieden. Tolle Party, hm? Keine Bewegung. Alle bleiben, wo sie sind. Ich hab's, macht euch keine Sorgen. Hier ist ein Mord geschehen. Und ich werde den Fall aufklären. Raus mit der Sprache. Wer war es? Wir werden sie alle so sehr vermissen. Hey Leute, schaltet die Kommentare ein. Was glaubt ihr, wer der Mörder ist? Ich muss die Leiche untersuchen. Hier muss es Hinweise geben. Was ist das denn jetzt? Halt, das ist Freudes Gedächtnis. Wir sind dabei herauszufinden, was mit ihr passiert ist. Gut gemacht, Team. Wir haben es geschafft. Rileys Geburtstagsvorbereitungen sind fast im Sack. Was ist, wenn ich das Schild nicht rechtzeitig fertig habe? Ich könnte die ganze Party ruinieren. Horror, beruhige dich. Du hast noch viel Zeit. Ja, ich schaffe es. Peinlichkeit, geh raus. Geh raus. Das ist mir zu peinlich. In Ordnung, ich versuche es später noch einmal. Enui, wie ist die Stimmung? Es ist Partymodus bis zum Anschlag. Das ist die richtige Einstellung. Der traurigste Kuchen der Welt ist fertig. Warte, was? Unsere Riley wird älter. Sie wird bald 13. Bald wird sie eine graue alte Dame sein. Sie hat noch viel vor sich. Erinnern wir uns an Riley als junge Frau? Auf keinen Fall. Na gut, wenn du deine Meinung änderst, komm auf einen Tee vorbei. Ich lasse den Kuchen einfach hier stehen. Zeit, die Kerzen anzuzünden. Wo ist denn mein Feuerzeug? Tretet alle zurück. Ups, versuchen wir es noch einmal. Mein Feuerzeug ist aus. Was jetzt? Halt, wo ist Wut hin? Hat ihn heute schon jemand gesehen? Wir wissen es nicht. Hilfe! Der Mörder! Na toll. Es ist sonnenklar. Das Verbrechen geschah, als die Lichter ausgingen. Jetzt seid ihr alle Verdächtigte. Aber ich werde mein Verhör mit ihm beginnen. Mit mir? Aber ich habe doch gar nichts gemacht. Das werden wir gleich sehen. Halt das Schild hoch. Das ist ein Irrtum. Lass mich nach Hause gehen. Setz dich hin. Du hast den falschen Kerl. Ich wäre zu schüchtern, um jemanden zu töten. Ich weiß, dass ihr mich anlügt. Aber ich weiß nicht, wie ich lügen soll. Letzte Chance. Raus mit der Sprache. Na gut. Nur kein Scheinwerferlicht. Jetzt geht's los. Das ist meine Erinnerung. Lasst es uns gemeinsam anschauen. Ich glaube, es lief so ab. Wo ist Wut hin? Hat ihn heute schon jemand gesehen? Wir wissen es nicht. Wow, wer hat das Licht ausgemacht? Das ist unsere Chance. Hammer, mach dein Ding. Hör auf, uns herumzukommandieren. Jetzt werde ich das oberste Gefühl sein. Au, das tut weh. Wer hat mich geschlagen? Das ist der Hammer von Zweifel. Was macht der denn hier? Was hast du vor? Halt! Nein! Hilfe! Der Mörder! Sie hat Mörder gesagt. So ist es passiert. Jetzt siehst du es. Ich bin nicht schuldig. Der Mörder ist die Angst. Das ist eine interessante Theorie. Tut mir leid, aber ich muss jetzt los. Peinlichkeit liebt es zu fantasieren. Warum die Handschellen? Soll das ein Streich sein? Ich glaube, der Mörder bist du. Die Mörderin ist Enui. Ist das dein Ernst? Das ist doch lächerlich. Bleib stehen und rühr dich nicht. Das ist dir zum Kotzen. Bitte. Mach so viele Fotos, wie du willst. Setz dich hin. Ihr seid so nervig. Das wird dich zum Reden bringen.
Ich weiß, was zu tun ist. Gib es her. Gib mir mein Telefon zurück. Die Welt da draußen ist furchtbar. Wo war ich? Was war das? Ich brauche Informationen. Na gut, ich werde es dir jetzt sagen. Hier sind meine Erinnerungen. Also, es lief so ab. Wo ist Wut hin? Hat ihn heute schon jemand gesehen? Wir wissen es nicht. Wow, wer hat das Licht ausgemacht? Riley, es ist schädlich, so fröhlich zu sein. Das werden wir jetzt ändern. Was für ein schönes Stück. Freude, nimm ein Stück Kuchen. Danke, das ist sehr lieb von dir. Lass es uns versuchen. Oh, ich fühle mich nicht so gut. Ich habe jetzt die Kontrolle. Und du hast mir nicht geglaubt. Der Mörder ist die Traurigkeit. Jetzt hab ich dich. Das würde ich nie tun. Wie konntest du nur? Ein weiteres Foto für meine Sammlung. Wie kann das sein? Freude war meine Freundin. Ich würde ihr nie etwas antun. Setz dich hin. Nimm mir diese Dinger ab. Sieh sie dir an. Sie benimmt sich wie ein Unschuldslamm. Aber jeder weiß, dass du der Mörder bist. Ich dachte, wir wären Freunde. Versuch nicht, mich zu beschwatzen. Ich habe niemanden umgebracht. Deine Tränen werden mich nicht umstimmen. Na gut, dann werde ich meine Erinnerungen zeigen. Sie werden für mich sprechen. Wo ist Wut hin? Hat ihn heute jemand gesehen? Wir wissen es nicht. Wer hat das Licht ausgemacht? Es wird Zeit, dass du aufhörst, neidisch auf Freude zu sein. Du bist zu perfekt. Ich werde dich loswerden müssen. Du denkst, ich bin zu nett zum Kämpfen? Ich werde es dir zeigen. Das wollte ich schon lange mal machen. Zeit, diesen Kampf zu beenden. Warum dreht sich alles? Endlich. Keiner, auf den ich neidisch sein muss. Hilfe! Der Mörder! Wer hat ihr das angetan? Genau wie ich gesagt habe. Ich bin unschuldig. Der Mörder ist Neid. Was hältst du davon? Nicht schuldig. Nicht überzeugend. Lächle. Wir müssen das aufklären. Das ist eine Falle. Wir müssen uns unterhalten. Es gibt zu viele Verdächtige am Brett. Ihr braucht mich nicht. Du versuchst, die Schuld abzuschieben. Das beweist nur, dass du der Mörder bist. Das war alles sie. Ich weiß es. Du bist in die Irre geführt worden. Sprich lauter. Wow, ich wünschte, ich könnte eine Lampe werden. Wechsel nicht das Thema. In Ordnung. Entschuldigung. Ich werde dir jetzt meine Erinnerungen zeigen. Schau, wie es wirklich passiert ist. Wo ist Wut hin? Hat ihn heute jemand gesehen? Wir wissen es nicht. Wow, wer hat das Licht ausgemacht? Sie behandelt mich wie ein Objekt. Aber ich bin eine Person. Genug ist genug. Was ist los? Pouchy, du ziehst zu sehr an. Ich kann kaum noch atmen. Du hast es die ganze Zeit gewusst. Warum hast du es nicht früher gesagt? Tut mir leid. Ich bin es einfach leid, auf Freude eifersüchtig zu sein. Beeil dich. Vielleicht können wir sie noch retten. Wir müssen ihr diese mörderische Gürteltasche abnehmen. Ich kann wieder atmen. Wo willst du hin? Freude, du bist am Leben. Sie hat dich so sehr geliebt. Wie konntest du sie verraten? Es ist Zeit, sich daran zu erinnern, wie diese Geschichte begann. Nein. Wenn du deine Meinung änderst, bin ich bei mir zu Hause. Die kleine Riley schläft tief und fest. Wir fragen uns, was sie wohl für Gefühle hat. Wow, wo bin ich? Was passiert, wenn ich auf diesen Knopf drücke? Mama! Papa! Fantastisch! Sie ist so niedlich! Ich drücke nochmal drauf. Autsch! Das tat weh! Jetzt bin ich dran, auf den Knopf zu drücken. Ich bin hungrig! Du bist nicht sehr gut darin. Tränen heilen. Lachen ist die beste Medizin. Spiel! Iss! Spiel! Iss! Spiel! Ich habe hier das Sagen. Nicht weinen, mein Schatz. Papa ist da. Er liebt uns so sehr. Wer bist du? Sein Bart ist schrecklich. Ah, was für ein Wurf. Du bist mein zukünftiger Athlet. Ups, Entschuldigung. Ich bin in Panik geraten. Ich bin hungrig. Wie lange muss ich auf mein Essen warten?
Ich will jetzt essen. Essen, essen. Das Essen ist fertig. Guten Appetit. Was ist das? Dieses Essen ist absolut schrecklich. Wie eklig. Nicht mit Essen werfen. Wir werden bestraft werden. Papa ist nett. Dieser Ort macht Spaß. Hallo Leute, lasst uns einander kennenlernen. Ich bin Zweifel. Coole Frisur. Du siehst aus wie eine Meerjungfrau. Kannst du es nicht anfassen? Kopf hoch. Ihr seid alle so fantastisch. Was macht dieser Knopf? Ich will ihn drücken. Stopp. Hey, warum bist du so geizig? Hände weg von dem Knopf. Mürrisch. Geh sofort von dem Controller weg. Gut, gut. Drück auf die Knöpfe einfach ohne mich. Zeit, Rileys Laune zu heben. Das ist nicht fair. Warum können die das, aber ich nicht? Warte nur. Ich weiß, wie ich das in Ordnung bringen kann. Bald werde ich die Kontrolle über Rileys Verhalten übernehmen. Und ich schließe alle anderen Gefühle mit ein. Dann werden sie wissen, wie es sich anfühlt, sich mit dem Zweifel anzulegen. Ich habe heute ein Gedicht gelernt. Regen, Regen. Bleib und spiel. Oh nein, das ist falsch. Ich bin hier machtlos. Du bist dran. Vergiss den Text vor der ganzen Klasse nicht. Flip-out-Modus aktivieren. Ich habe alles durcheinander gebracht. Ich kann mich nicht mehr an den Reim erinnern. Es tut weh, das zu sehen. Hör auf. Es reicht jetzt. Du überschwemmst noch die ganze Klasse mit Tränen. Warte. Wo ist Freude? Was machst du da? Lass mich raus. Mach es dir gemütlich, Schwesterherz. Der Schlüssel zu deiner Freiheit liegt bei mir. Du sitzt also für eine Weile hier fest. Mach's gut. Was für ein schrecklicher Verrat. Hilfe! Lass mich hier raus. Sie ist nirgendwo zu finden. Warum liegst du herum und tust nichts? Nichts tun? Dieser Cocktail trinkt sich nicht von selbst. Was für ein Team. Was ist das denn? Schnell, komm her. Schau, was ich gefunden habe. Es sieht schrecklich aus. Jemand ist auf der Jagd nach uns. Wir werden alle sterben. Sterben ist so traurig. Kannst du dich nicht bei mir ausweinen? Du bist darin verwickelt. Gib es zu. Bist du freudelos geworden? Reg dich ab, du Hitzkopf. Schau, ich stehe auch auf der Liste. Das bedeutet, dass sie auch hinter mir her sind. Ich muss versuchen, hier rauszukommen. Ich habe einen Plan. Armes Haar. Es wird nachwachsen. Jetzt muss ich einen Schlüssel daraus machen. Ja, es hat geklappt. Teddybär, beschütze mich. Ich will ein richtiges Bett. Schlaf gut. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich werde dich fangen. Dummkopf, du bist der Nächste auf meiner Liste. Ah, was war das für ein Schrei? Ich habe es auch gehört. Was ist los? Wo ist Wut? Schau, da ist sein Hammer. Er ist getötet worden. Wir sind im Untergang geweiht. Es muss nur passen. Ein bisschen mehr. Fast. Oh oh, da kommt jemand. Ich tue so, als ob ich schlafe. Zieh weiter, großer Junge. Du wohnst jetzt hier. Ich wusste, dass du der Mörder bist. Öffne den Käfig. Macht's gut, ihr süßes Pärchen. Was? Süßes Paar? Freude, bist du tot? Ich lebe noch. Und ich habe einen Plan, wie ich herauskomme. Du bist schlauer, als ich dachte. Wer von uns ist der Mörder? Bleib auf Abstand. Bring diese Keime nicht in meine Nähe. Jetzt muss ich meine Hände desinfizieren. Ich traue hier niemandem. Ah, blöder Alarm. Er hat mich erschreckt. Nimm das. Nimm dich zusammen. Wo bleibt deine Würde? Tut mir leid. Ich bin gerade sehr nervös geworden. Schau, es ist Zeit, dass Riley aufwacht. Ich schalte den Schlafmodus ab. Oh, was ist das für ein schreckliches Geräusch? Okay, okay. Ich stehe jetzt auf. Hör auf zu klingeln. Zeit, mich für die Schule fertig zu machen. Ich will wirklich nicht gehen, aber ich habe keine andere Wahl. Du bist schrecklich im Schlösserknacken. Gib's mir. Ich hole es mir selbst. Gib den blöden Schlüssel her. Oh, das war ungeschickt. Keine große Sache. Beruhige dich einfach. Wir werden uns schon etwas einfallen lassen. Wie sieht unser Aktionsplan aus? Warte, wo ist Ekel? Oh nein, sie ist auch verschwunden. Schlechte Nachrichten. Ekel wurde getötet. Sie ist tot.
Das kann doch nicht wahr sein. Bleibt weg von mir, ihr heimtückischen Mörder. Wir hatten nichts damit zu tun. Wir sind schon die ganze Zeit hier. Das macht Sinn. Aber trotzdem, bleibt weg. Was für ein ekliger Ort. Und die beiden sind auch hier. Jetzt bist du in Schwierigkeiten. Beruhige dich. Wir müssen als ein zusammenhängendes Team handeln. Diese Idee macht mich krank. Ich kann sie nicht lange ertragen. Lass uns so tun, als hättest du es dir ausgedacht. Wer ist das? Sieht so aus, als ob du Hilfe brauchst. Pouchy, wir sind so froh, dich zu sehen. Du bist gekommen, um uns zu retten. Ich kann das Schloss nicht öffnen. Ich habe keine Hände. Aber in mir werdet ihr Werkzeuge finden, um rauszukommen. Ich werde dich fangen. Mach mich auf. Er will, dass wir nach innen schauen. Lasst es uns tun. Was versteckst du für uns? Bleib weg von mir. Das ist deine letzte Warnung. Ich glaube, Zweifel ist der Mörder. Lass uns hier abhauen. Genau so. Und bleib weg von mir. Oh nein, ich habe vergessen, dass Riley heute ein Hockeyspiel hat. Ich muss meinen Kopf ins Spiel bringen. Was ist los? Ich glaube, ich habe eine Panikattacke. Ich habe die Kontrolle über die Steuerung verloren. In diesem Zustand kann ich nicht aufs Eis gehen. Was ist los? Papa ist hier, um unser Spiel zu sehen. Hilfe! Wer bist du? Süße, erkennst du mich nicht? Bleib weg von mir! Was ist denn in dich gefahren? Oh, diese Teenager. Papa ist zum Spiel gekommen. Lass uns die Sammlung der schrecklichen Erinnerungen erweitern. Ups, ich weiß nichts. Ich war nicht dabei. Was ist mit mir los? Warum kann ich meine Angst nicht kontrollieren? Ich will mich vor allem verstecken. Rührt mich nicht an. Riley, bist du hier? Alarmstufe Rot. Papa wird uns anschreien, weil wir das Hockeyspiel verpasst haben. Riley, komm raus. Ich werde dir nicht wehtun. Fass mich nicht an. Hier bist du also. Iss mich nicht, du schreckliches Ungeheuer. Papa, ich wollte nur reden. Warum hast du so viel Angst? Was ist hier los? Hast du die Kontrolle über Riley übernommen? Wo ist die Traurigkeit? Nur ich bin übrig. Mörder. Das wird uns auch nicht viel helfen. Ich kann nichts Nützliches finden. Das war's. Da ist nichts mehr drin. Tut mir leid. Ich habe so viel geholfen, wie ich konnte. Sieht so aus, als ob das das Ende ist. Wir sitzen hier für immer fest. Riley, ich werde dich so sehr vermissen. Was für ein trauriger Moment. Ich bin kurz davor zu weinen. Ich habe viele eklige Erinnerungen. Aber das hat irgendwie Spaß gemacht. Wage es nicht aufzugeben. Riley braucht uns. Warte, ich habe eine Idee. Ich bringe uns hier raus. Was hat er vor? Folgt mir in die Freiheit. Wir sind frei. Lass uns gehen. Wir müssen Riley retten. Warum tust du das alles? Mein Plan hat funktioniert. Jetzt kann mich niemand mehr davon abhalten, die Kontrolle zu übernehmen. Puh, ich bin gerettet. Ich habe gewonnen. Du bist es. Dein Plan ist gescheitert. Mach mal Pause. Es ist Zeit, alles in Ordnung zu bringen. Los geht's. Lass uns ein paar positive Emotionen hinzufügen. Schau dir das riesige Geschenk an, das Riley hat. Mal sehen, was da drin ist. Wow, das ist ein Haus in Form von Freude. Das ist großartig. Jetzt habe ich meine eigene Wohnung. Und hier kann die ewig pöbelnde Zweifel leben. Da ist noch eins. Das ist definitiv für Miss Delight. Ich will auch ein Haus haben. Was hat er denn? Nein, ich werde nicht in diesem Mädchenschloss wohnen. Genug der Umarmungen. Dreh den Wutpegel hoch. Ich habe es satt, mit diesem blöden Haus zu spielen. Das ist schlimm. Wir müssen eingreifen. Juhu, wir sind da. Ich schaue mir mein Haus an. Sieh es dir an. Es sieht genauso aus wie ich. Und meins ist so süß und gemütlich. Ich kann es kaum erwarten, darin zu schlafen. Worüber seid ihr denn alle so glücklich? Wenn ich ein Haus hätte, wäre das viel cooler als eure hässlichen Hütten. Kapiert? Wut, hör sofort damit auf. Gut, ich habe überreagiert. Das ist einfach nicht fair. Warum hast du mich vergessen? Wir haben eine Überraschung für dich. Was ist das? Der Plan für dein zukünftiges Haus.
Willst du mich verarschen? Das sieht ja furchtbar aus. Mein Haus wird niemals lächeln. Hör zu, ich habe eine tolle Idee. Zweifel, komm her. Und du bleib ruhig stehen. Wir malen das Haus direkt von Wut ab. Ich hab's. Mach dein wütendstes Gesicht. Wütender? Wie wär's damit? Das ist meine beste Arbeit bisher. Was denkst du denn? Gut, das reicht. Er mag es. Zeit, den Rahmen zu machen. Hey, sei vorsichtig. Was für ein Effekt. Cool, oder? Was habt ihr vor? Wow, der Rahmen sieht gut aus. Jetzt müssen wir herausfinden, wie wir ihn durchschneiden können. Es ist eine harte Aufgabe. Ich weiß es. Mein Kumpel, Pouchy. Zeig uns, was du drauf hast. Wow. Ich entscheide mich für Dynamit. Lauf, wir müssen uns verstecken. Das sollte stark genug sein. Wir müssen nur die Ladungen dort platzieren, wo wir schneiden müssen. Geschafft. Zeit für ein kleines Feuerwerk. Lauft, haltet euch die Ohren zu. Hier kommt der Knall. Lass uns hinter meinem Haus verstecken. Ist es schon geplatzt? Es wird gleich losgehen. Wow, Wut, gut gemacht. Es hält. Ein weiterer Teil des Plans ist vollendet. Was kommt als nächstes? Die Augen. Du hast recht. Aber woraus sollen wir sie machen? Was ist das für ein komisches Geräusch? Siehst du das? Wir haben eine UFO-Landung. Aliens? Sind sie freundlich oder böse? Ich habe Angst. Mach dir keine Sorgen. Ich regle das schon. Ihr wurdet nicht eingeladen. Das ist unser Planet. Ich werde sie abschießen. Das ist zu gefährlich. Ich muss anrufen. Ich brauche deine Hilfe. Hallo, ich bin es, die angerufen hat. Vergiss nicht, uns später abzuholen. Was ist hier passiert? Genau hier ist ein UFO gelandet. Wer sind Sie? Wir haben den Sicherheitsdienst nicht gerufen. Hilf uns, tu etwas. Mach ein paar geheime Experimente. Hast du das gehört? Sie hat Experimente gesagt. Wir haben 1 Million von diesen Exemplaren. Jetzt werden es 1.001.000 sein. Ich werde ihr Gedächtnis auslöschen. Warte, keine Gedächtnisauslöschung. Bitte hilf uns, die Augen für dieses Haus zu machen. Hast du ein paar Augen übrig? Klar, such dir eins aus. Mir gefallen die roten besser. Jetzt lass sie uns vergrößern. Perfekt. Lass sie uns einbauen. Jetzt haben wir Augen. Mission erfüllt. Danke. Was würden wir nur ohne dich tun? Ich traue ihnen immer noch nicht. Jetzt ist es Zeit für uns zu gehen. Wie sind wir hierher gekommen? Wer hat die Augen gemacht? Ich weiß nicht. Es ist doch egal. Hauptsache, das Haus von Wut sieht noch cooler aus. Die Augen sehen sich so ähnlich. Aber wie machen wir die gleiche Frisur? Wir brauchen eine kreative Idee. Die Traurigkeit hat mir ein Video geschickt. Warum sind diese Kätzchen so traurig? Das ist unerträglich. Die Kätzchen sind süß. Toll. Heul weiter. Ein lustiges Video. Warte auf mich. Es gibt nur eine Chance. Das ist alles, was ich brauche. Möchte jemand ein paar Marshmallows? Nein, danke. Ich bin satt. Was ist mit dir? Nö, ich passe. Dein Verlust. Mehr für mich. Lass es uns versuchen. So weich. Ich habe eine Idee. Spiel mit. Kannst du mitmachen? Ich habe es gerade angeboten. Hier, sei nicht so geizig. Gib die ganze Packung her. Was für ein Appetit. Pack sie in die Tasche. Mehr. Aber ich habe nur noch eine. Hier, nimm alles, was du hast. Nur noch Kuscheltiere. Sie werden für uns arbeiten. Nimm sie. Danke. Ein Raubüberfall. Auf die Sammlung. Brauchst du den Ball auch? Ein Dreipunkter. Noch ein Spielzeug. Die Tasche ist fast voll. Du lässt mich mit nichts zurück. Das war's. Ich habe nichts mehr übrig. Nimm das Letzte. Toll. Unsere Zunge ist bereit. Los geht's. Steck sie rein. Wut, komm hierher. Willst du noch etwas anderes nehmen? Dein Haus ist fertig. In Ordnung. Wir bringen dich selbst hin. Nicht drängeln. Wow, das ist gemütlich. Er mag sein Haus. Wir sind das beste Bauteam der Welt. Ich bitte um Entschuldigung. Oh, eine Schande.
Hallo. Wir müssen zurückgehen. Wir sind auf dem Weg. Los geht's. So bequem. Geh ohne mich zurück. Hilf mir, ihn hochzuheben. Stell mich zurück. Halt dich gut fest. Nein, ich will zurück in mein kleines Haus. Sei nicht sauer. Wir gehen später wieder hin. Uff. Oh nein. Was habe ich getan? Ich will nicht, dass jemand meine Häuser sieht. Das war's. Ich würde sie lieber selber wegwerfen. Ich weiß nicht, wie ich das aufhalten soll. Du hast mein neues Haus zerstört. Das werde ich dir heimzahlen. Ich hasse dieses furchtbare Haus. Ich will es zerstören. Warum hast du das getan? Ich habe aus Versehen draufgedrückt. Du hast es mit Absicht kaputt gemacht. Ich weiß, wie wir unser Problem lösen können. Lasst uns unsere Häuser wieder aufbauen. Lass uns ein neues Haus bauen. Wo soll ich anfangen? Richtig, wir brauchen einen Rahmen. Ich habe es schon getan. Tut mir leid, wenn ich mich beeilt habe. Du bist mein schüchternes Genie. Gut gemacht. Jetzt müssen wir es rausschneiden. Bleib zurück. Ich kümmere mich darum. Du bist so schnell. Ich bin fertig. Ich finde, es sieht fantastisch aus. Gib mir 5. Ich habe schwitzige Handflächen. Wir sind im Rückstand. Sie haben den Rahmen schon gebaut. Mach dir keine Sorgen. Meine glücklichen Erinnerungen werden uns sicher helfen. Gib es her. Das waren gute Zeiten. Juhu, unsere Basis ist fertig. Ich weiß, wie man Haut macht. Lass uns meine saftige Orange benutzen. Warte, sei vorsichtig mit dem Ding. Keine Panik, ich hab's im Griff. Brr, so viel Rauch. Wir haben es geschafft. Gib mir 5. Vergiss es. Jetzt müssen wir es sicher befestigen. Wir können das ganz einfach machen. Komm schon, Peinlichkeit. Das ist ein glänzender Moment. Wir haben sie geschlagen. Wir sind ein gutes Team. Du bist mein schüchterner Kumpel. Wir verlieren gegen einen Verrückten und eine Schlafmütze. Was soll ich mir einfallen lassen? Ich weiß was. Wir können eine Haut aus meinen Lieblingssachen machen. Gute Idee. Die Farbe ist richtig. Lass uns etwas aussuchen. Was denkst du? Jetzt geht's los. Der ist zu hell. Kannst du dich beeilen? Wir sind im Rückstand. Hab Geduld. Mr. Grumpy. Genug. Hör auf zu wählen. Es ist schwer, mit ihm umzugehen. Ich zeige dir, wie man das macht. Tu dir nicht weh. Lass uns so tun, als wären das unsere Rivalen. Vorsichtig mit meinen Sachen. Ach so. Ich sagte, ich kümmere mich darum. Du hast uns gerettet. Jetzt lass es uns befestigen. Es sieht so realistisch aus. Toll. Wir müssen diesen Globus einfach in 2 Teile aufteilen. Lass es mich versuchen. Wow, du bist stark. Halt dich fest. Ich muss sie neu streichen. Du machst das toll. Was kommt als nächstes? Du hast absolut recht. Wir müssen die Pupillen auf die Augen malen. Ich bin so stolz auf mich. Bringen wir sie in die richtige Position. Sie sind zu klein. Ist alles ruiniert? Ist es vorbei? Warte, ich habe eine Idee. Ich werde versuchen, sie größer zu machen. Du hast es geschafft. Versuch Nummer 2. Lass es uns versuchen. Perfekt. Ein weiterer Punkt des Plans abgeschlossen. Toll. Lass uns Haare aus ihnen machen. Hier, bitte sehr. Das sollte genug sein. Ich bin fertig. Du kannst die Haare anbringen. Mal sehen, was wir da haben. Lass es uns stylen. Gut gemacht. Sie haben schon Haare. Ich verstehe. Warum stehst du nur da? Denk nach. Wir sind dabei zu verlieren. Benutze dein Gehirn. Du verlierst deine Haare wegen Stress. Warte. Das ist ja toll. Wir können es gebrauchen. Oh, das ist nicht genug. Es ist schade. Warte, nur eine Sekunde. Ich will nicht verlieren. Ich habe einen Plan. Lass uns versuchen, es zu züchten. Zuerst fügen wir etwas Wasser hinzu. Wow, schau dir das Ergebnis an. Noch besser als erwartet. Wir haben uns eine tolle Frisur wachsen lassen. Es sieht sehr stylisch aus.
Jetzt hat unser Haus Haare. Wow, wo hast du das gefunden? Du hörst nie auf, mich zu verblüffen. Ja, wir sind die Besten. Das haben wir toll gemacht. Unser Haus ist cooler. Nicht einmal annähernd so wie wir. Was? Es ist Zeit zu gehen. Wir müssen auch gehen. Es war ein tolles Abenteuer.